Yeah. Aha. Das ist Business. Und es geht raus an die Bitch von damals, ja. Es war damals in der Schulzeit, es war eine coole Zeit, in der man locker cool bleibt. Ich stand auch gern auf, um dich da zu sehen. Wir waren weit weg von Partys und Tanzen gehen. Wir waren Kids und ich fand dich echt hübsch. Was du dir an den Arsch, dass ich Sand ins Gesicht. Ey, das kannte ich nicht, doch das war es wert. Denn für mich zählte nur, ich kam dir näher. Yeah. Du warst die eine 97, schrieb dir einen Song, dachte vielleicht, das freut dich. Kannst du dich bis heute nicht, dann hast du auf Facebook geguckt, wer ich bin, was ich mach. Ich heftig verflucht, denn du warst das schönste Mädchen aus der Klasse. Wurdest recht früh Mami, bei mir klingelt jetzt die Kasse. Was, hä? Ich war nicht gut genug vor 20 Jahren. Und heute kannst du meinen Schwanz nicht haben, Bitch. Heute steht sie in der ersten Reihe, ist ein Fan. Früher war ich für sie nur der Typ, den sie nicht kennt. Der sich Business nennt. Heute nicht der, der Business macht. Und über all diese Fake-Bitches lacht. Heute steht sie in der ersten Reihe, ist ein Fan. Früher war ich für sie nur der Typ, den sie nicht kennt. Der sich Business nennt. Heute nicht der, der Business macht. Und über all diese Fake-Bitches lacht. Haha, hättest du gern so gehabt, Pippi, wa? Du schreibst mich an, ich antworte dir. Und du hast einen Verpfleger? Nix gibt's. Schwanger mit 16, der Typ war gleich weg. Ich hab gehört, er hat die nur einmal reingesteckt. Dein Pech. Von mir gibt es kein Mitleid, weil eine Bitch immer eine Bitch bleibt. Ich zog früh aus, hab mein Leben gelebt. Frauenpartys und Champagnerregen erlebt, wie sie's nie wieder gibt. Und es war gut, wie's war. Immer nur Louis und Gucci, ja, klar. Diese Zeit ließ mich nicht schnell vergessen. Aber vor wenigen Tagen lag es nicht im Ermessen meiner eigenen Gedanken. Denn da sah ich dich wieder, dachte mir den nächsten Satz und schrieb dir nochmal ein Lied. Denn du warst das schönste Mädchen aus der Klasse. Wurdest recht früh, Mami, bei mir klingelt jetzt die Kasse. Was, hä? Ich war nicht gut genug vor 20 Jahren. Und heute kannst du meinen Schwanz nicht haben, Bitch. Heute steht sie in der ersten Reihe, ist ein Fan. Früher war ich für sie nur der Typ, den sie nicht kennt. Der sich Business nennt. Heute nicht der, der Business macht. Und über all diese Fake-Bitches lacht. Heute steht sie in der ersten Reihe, ist ein Fan. Früher war ich für sie nur der Typ, den sie nicht kennt. Der sich Business nennt. Heute nicht der, der Business macht. Und über all diese Fake-Bitches lacht. Heute steht sie in der ersten Reihe, ist ein Fan. Früher war ich für sie nur der Typ, den sie nicht kennt. Der sich Business nennt. Heute nicht der, der Business macht. Und über all diese Fake-Bitches lacht. Heute steht sie in der ersten Reihe, ist ein Fan. Früher war ich für sie nur der Typ, den sie nicht kennt. Der sich Business nennt. Heute bin ich der Business macht. Und über all diese Fake-Bitches lacht. Amina. Yeah. Aha. Ich denke, du weißt, wer du bist. Nichts weiter als die Bitch von damals. Ja.